Informationen für Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen. Wie erhalten Sie mit einer Aufenthaltsgestattung den Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis? Wozu brauchen Sie eine Arbeitserlaubnis? Für eine Arbeit, für eine Ausbildung in einem Betrieb und für die meisten Praktika. Wann und wie können Sie mit einer Aufenthaltsgestattung den Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis erhalten? Wenn Sie Ihren Asylantrag vor mindestens 9 Monaten gestellt haben und Sie nicht aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal oder Serbien kommen. In Ihrer Aufenthaltsgestattung müsste dann stehen, Beschäftigung mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet. Was ist zu tun? Zunächst müssen Sie einen Arbeitgeber finden, der Sie einstellen möchte. Dann müssen Sie für diese Stelle bei der Ausländerbehörde eine Arbeitserlaubnis beantragen. Der Arbeitgeber muss hierzu ein Stellenbeschreibungsformular ausfüllen. Das Formular müssen Sie bei der Ausländerbehörde abgeben, wenn Sie dort eine Arbeitserlaubnis beantragen. Die Ausländerbehörde muss die Arbeitserlaubnis erteilen. Dafür müssen bei dem Arbeitsvertrag, den der Arbeitgeber mit ihm abschließen will, alle Gesetze eingehalten werden, zum Beispiel bei dem Lohn, den Sie bekommen sollen. Es werden also die Arbeitsbedingungen geprüft. Wenn Sie eine Ausbildung in einem Betrieb oder bestimmte Praktika beginnen möchten, werden die Arbeitsbedingungen nicht geprüft. Wenn die Ausländerbehörde keine Arbeitserlaubnis erteilen will, muss sie Ihnen schreiben und erklären, warum Sie keine Arbeitserlaubnis erhalten sollen. Dagegen können Sie in einer bestimmten Frist bei Gericht klagen. Holen Sie sich dazu Unterstützung. Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Unter der folgenden Internetadresse finden Sie die Projektpartner in Ihrer Region.